die 18 Formen des Tai Chi Qigong. Wir beginnen mit der ersten Übung, das Qi Becken. Die Hände steigen vor dem Körper und sinken. Und es sind nicht nur die Hände, es ist der ganze Körper. Fließen, locker und leicht. Einfach heben und senken. Und noch einmal. Die nächste Übung beginnt wie die erste. Die Hände steigen und wir öffnen den Brustkorb weit und schließen wieder. Wenden zur Erde hin und senken die Energie. Verbinden uns mit der Erde. Und nehmen von ihr und wecken die Energie des mittleren Dantiens, des Dantiens des Herzens und schließen, wenden zur Erde und senken wieder. Die Hände steigen, wir öffnen weiter. Verbinden, wenden zur Erde und sinken. Zum letzten Mal. Im Atemrhythmus arbeiten, sich von der Atembewegung leiten lassen. Die dritte Übung entfaltet die Energie des oberen Dantiens. Wir stehen dabei breiter. Ein halber Reiterstand. Die Hände steigen seitlich hoch und bilden einen wunderbaren Halbkreis. Zwischen ihnen spannt sich der imaginäre Regenbogen. Das Gewicht auf das rechte Bein übertragen, das rechte Knie beugen und der Oberkörper neigt sich nach links. Wir halten den Regenbogen und lassen uns dehnen ohne Gewalt. Dann steigen, das Gewicht auf das linke Bein, das linke Knie beugen und den Regenbogen nach rechts neigen, sich dehnen lassen und wiederum zur Mitte hin und fließend das rechte Knie beugen, sich links neigen und steigen und nach rechts. Zur Mitte und fließen das rechte Knie beugen. Zur Mitte hin. Nach rechts. Zur Mitte und noch einmal zu jeder Seite. Steigen. Zum letzten Mal. Zur Mitte
Die Hände sinken seitlich, sammeln die Kraft und wir verbinden jetzt alle drei Dantians mit der nächsten Übung. Die Handgelenke überkreuzen sich, die Wirbelsäule entfaltet sich von unten her, die Hände steigen bis zum Himmel, durchdringen die Wolke, wenden sich zu den Seiten und teilen die Wolke. Und wir sinken, aufrecht, sammeln die Energie, die Hände überkreuzen sich und die Wirbelsäule von unten her entfalten, die Hände steigen, durchdringen die Wolke, zu den Seiten wenden und teilen. Wer hohen Blutdruck hat, wendet die Hände nicht nach oben, sondern die Handflächen schauen nach unten und behalten den Kontakt zur Erde, wenn die Hände steigen. Und dann wieder die Wolken teilen. Noch einmal auf diese Weise. Energie der Erde anheben, dehnen und verteilen. Die nächste Übung ist dem Affen gewidmet. Die Beine sind beisammen. Die Hände steigen seitlich hoch, der Oberkörper dreht sich nach links. Die Handflächen schauen nach oben. Die rechte Hand bleibt in der Waagrechten, die linke steigt der Kreisbahn folgend, mit den Fingerspitzen leitend. In der Diagonale wenden sich die Finger zum Kopf und sie sinken am Ohr vorbei. Ab da beginnt die Handfläche zu schieben und wir schieben den Affen weg. Die Hände treffen sich, streifen die Energie ab, wechseln sie. Die linke wendet sich nach oben, die rechte steigt, macht eine Looping-Kurve zum Ohr, den Fingern nach, ab da die Handfläche beginnt den Affen wegzuschieben, das dreht den Oberkörper nach links. Die rechte wendet sich und jetzt fließend. Die linke steigt zum Ohr sinken, ab da mit der Handfläche den Affen abwehren. Und die rechte steigt und wehrt den Affen ab. Die Hände wechseln und noch einmal zu jeder Seite. Zum Schluss steigt die Hand, sinkt, wird ab. Bis sich die Hände treffen, dann wenden sie sich beide nach unten und sinken. Schulterbreiter Stand. Und wir sammeln die Energie und bringen in den Unterbauch. Verschließen, sind im Unterbauch anwesend und verdichten die Aufmerksamkeit. Und die Energie. Atmen entschieden in den einen Punkt hinein. Verwurzeln alle Sinnesorgane dort und lösen.